Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018 in der zweiten Saisonkarriere im Multiplayer mit Mike. Hi. Wir sind in Kanada, Monaco war also für Renault. Also lol, meine Kamera ist aus. Verrückt war das. Rennen und Wetter, das sieht erstmal gut aus. Ich bin so blöd, was ich gemacht habe. Nein, weiß ich nicht. Wir haben Hypersoft-Reifen jetzt hier. Ja, sehr gut. Schaut bei meinen Kanälen vorbei. Danke für ein Abo. Genau. In der Infokarte. Ich war ja am Anfang immer noch nicht raus. Ich muss kurz noch was managen, Leute. Sorry. Ich hab, mein Programm hat sich nicht mehr öffnen lassen. Dann dachte ich so, okay, ist wegen dem Akku. Was mach ich? Nimm meinen neuen Akku, tu den neuen zum Laden und tu den alten wieder in die Kamera rein. Und jetzt ist die Kamera ausgegangen, weil Batterie. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Ich habe einfach den alten raus und dann habe ich den neuen zum Laden und den alten wieder rein. Wir nehmen die Einwandfrage, die du angefordert hast. So, tun wir den. So, die Strecke Kanada. Ja. Die finden Mike und ich eigentlich voll nice. Also, wir finden die Strecke echt cool. Letztes Jahr ist auf Kanada auch was richtig Witziges passiert. Schaut das war beim Best-of vorbei. Ja, schaut beim Best-of vorbei. Das war das mit dem Safety-Car, wo wir alle stehen bleiben mussten auf der Strecke. Das war ziemlich witzig. Das passiert diese Saison, passiert sowas seltener. Weil wir halt einfach, glaube ich, sicherer und besser gefahren. Ja, wir hatten auch noch kein echtes Safety-Car bis jetzt nur Virtual. Nee. Aber das kommt auch viel zu selten, finde ich. Ja, finde ich auch. Also es kam... irgendwelche riesen Crashs mit... Überschlag und alles. Und es kommt jetzt richtig. Wahrscheinlich. Oh Mann. Ich komme gar nicht mehr auf mein Leben klar. Ach Mann, ich habe übrigens Kanada nicht ein einziges Mal Test gefahren. Also ich weiß schon. Nicht mal, wie die Strecke ging. Also links, rechts und geradeaus. Irgendwie so. Ja, der Verlauf der Strecken weiß ich nicht mehr. Irgendwie links, rechts, geradeaus oder so, keine Ahnung. Ja, das ist super. Also ich fahre schon mal richtig schlecht gerade. Gleich so erster mit 10 Sekunden Abstand. Mindestens 10. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Box hier extrem lang war. Ja, die Box ist geil, mal auf dieser Strecke. Echt, warum? Darf man leider schnell fahren? Ja, weil man da so richtig geil reinpesen kann. Wie viel darf man denn in der Box fahren? Weiß ich nicht. Ja, schau mal, wenn du gleich hinfährst. Oder wenn ich rausfahre. Aber die Boxen-Einfahrt ist halt geil. Ja, die das Einfahrt ist Einfahrt. Einzige, was zählt. Du kannst ja gleich, wenn du rausfährst. Ich bin ja schon draußen. Ja, hab ich ja gesagt. Ja. Hast du ja gesagt, Alter. Ja, Alter. Alter. Alarm. So. Haben wir die Kamera wieder an. Synchronisation. Perfekt. Und dann gucken wir einfach mal hier. Nochmal einen Schluck trinken. Übrigens die letzte Folge anschauen, auch rechts oben irgendwie verlinkt, falls ich dann denke. Weil da habe ich erklärt, warum. Oh! Oh ho, ho, ja, so schlecht. Oh ho, ho. Hey! da habe ich erklärt, warum ich so eine scheiß Stimme heute habe und die ganze Zeit mein Tempo rotzt, aber können einfach vorbeischauen. Oh ho, ho. Hey, erster Platz. Ja, nur mit. Ja, das zählt aber nicht, das war glaube ich Millisekunden oder so. 0,149. Ja, das ist doch ultra knapp. Aber ich kann glaube ich noch eine halbe Sekunde schneller fahren oder so. Also ich, die Runde war nicht gut, ich kann sogar glaube ich über eine Sekunde schneller fahren. Ich hab mich gerade voll gekleckert. Alter, was hab ich getan? Jawohl, Leute! Oh, die Infokarte vorbei. Ich hab grad auf meine Hose mit meiner Apfelschorle gepisst. Echt? Ja, was wollte ich sagen? Theoretische Bestzeit ist 6, 7, 7 Zehntel besser als deine Zeit. Schon ja, schlecht. Darf ich ja einfach so leicht knacken. so einfach, ja. Ach, wir fahren auch ganz entspannt jetzt hier mal raus. Du fährst jetzt raus, mach mir Platz, ich komme, hallo! 80 darf man in der Box fahren, oh, das ist gar nicht schlecht. Oh ja. Hi, da bist du ja.
Ist erfunden. Ah. Hey, geh weg! Oh Gott! Du Spaß! Warum? Ich hab nichts gemacht. Alter, bin ich blöd! Kann ich dich wieder... Wer hat da einfach in die Wand? Ist der dumm oder so? Haben wir das auf deiner Aufnahme gesehen? Ja! ist ja sau witzig. Ist ja sau witzig. Du passt eine Sekunde schneller. Ich wollte halt dich nicht auf... Mein Reifen ist weg. Ist alles in Ordnung? Du bist gebohrt! Richtig geil! Du scheiß Basti! Alter Raikön, du Dreckiger! Gut. Hätten wir das geklärt. Ich starte zum ersten Mal vom letzten Platz in dieser Saison. Ja, yeah, Mann. Oh, habe ich schon zweimal gemacht. Gar nicht so schlimm. Alter, kannst du bitte Raikön wegrammen? So ein Hurensohn. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich wollte dich halt nicht, dir halt nicht irgendwie, ne? Und echt? Dann habe ich halt gedacht, weißt okay. Nochmal eine halbe Sekunde. Habe ich gedacht, bleibe ich halt ein bisschen weiter links. Und dann habe ich voll aufs Gas gedrückt und bin einfach in die Wand gefahren. Und Raikön kommt einfach an mir vorbei, schneidet mich, also zieht zu früh rein und fährt mir dadurch den Reifen weg. Ich bin nicht mal gegen die Wand gefahren. Er hat mir einfach den Reifen weggefahren. Geil. Ja. Darf ich cutten? Ob du kacken darfst? Cutten, ja. Ja, weiß ich nicht. Kannst machen. Weiß ich nicht. Ich fahr sowieso jetzt, glaube ich, rein und vielleicht bleibe ich der Erste. Hm. Weil ich muss ja auch nicht raus, dann kann ich auch cutten. Gleich, wenn ich drin bin. Okay, dann hier ein Cut, falls er Erster bleibt. So, Leute, ihr seht, Hamilton ist noch richtig nah rangekommen. Aber trotzdem starte ich von Platz 1, Mike nur von Platz 20. 5. 25. Ja. Aha. Hi-hi-hu. Mann, ich habe richtig Spaß, Leute. Ich habe nicht mal eine Runde jetzt gefahren. Ich habe ja nicht Test gefahren und nicht Qualifying und gar nichts. Jan hat gemeint, die volle Konzentration. Ist super, so, wie ist deine Taktik? Meine Taktik ist Hypersoft, Soft und was? Nee, Hypersoft, Supersoft, Supersoft. Ja, mein auch. Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? Nee, war ein Prank. Ich fahre Supersoft und Soft. Ich dich einfach geprankt habe. Ja, ich fahre lila-rot. Lila, echt jetzt? Ja. Was für eine Scheiße. Ja, mach ich wirklich. Das andere war nur meine zweite, aber ich habe die einfach dir vorgelesen, weil es dann so ein Prank war. Ah, das ist ja witzig. Also alle, ich fahre auf jeden Fall einen Stopp und alle, die hier in meiner Gegend sind, fahren auch einen Stopp. Wahrscheinlich also, alle ab Platz 11. Ich denke, dass du am Ende vor mir bist. Ja, glaube ich auch. Weil ich hätte auch ganz gerne so einen Stopp. Da muss ich irgendwie hoffen, dass ich bin am Start. Da muss ich hoffen, dass du nicht weggerammt bist. Hä, wie geht das denn? Ich bin einfach nie weitergekommen als bis zur zweiten Kurve. Das finde ich witzig. Wie? Ich bin nicht mal in den Reihen gefahren, habe ich so das Gefühl gehabt. Leclerc, ey. Ohne wie kriegst Müll. Du das immer Es ist halt nicht mal Absicht. Es ist nicht mal Absicht. Ja, ich weiß nicht, wie zur Hölle das möglich ist, dass ich schon wieder am Start bin. Jedes Mal so absichtlich, wenn man es einfach sieht. Ja. Vor allem, ich habe auch noch so gesagt, so ja, dieses Mal will ich ja extra dann durchfahren, weil, Junge, wie viel Abstand du einfach zu Platz 2 hast. So schnell, so einfach. Ich wollte sie ja jetzt mit Absicht durchfahren, weil ich eben nichts, keine Ahnung von der Strecke habe. Siehst du ja auf dem Radar, wie die Strecke ist. Halt dein Mull. Kannst mir in der Folge vorbeischauen, da siehst du, wie die Strecke ist. Hi. Wir sehen uns dann so in einer Stunde. Alter, Hamilton. Wie dünn das aber aussieht. Wir werden immer unsichtbar, Balken, wenn die ankommen Botas. Und dann wieder normal. Unsichtbar, normal, unsichtbar, normal. Alter, wie einfach jeder vor mir ist. Sogar diese Sirotkin und Gasly und ach komm. Ich weiß, Hartley. Dass man vom letzten Platz eigentlich da ganz gute Chancen hat. Ja. Kennt sich aus. Ja. Leute, drückt mir die Daumen.
Alter, Ewigkeiten ja, wieder. Ja, das hat echt lang gedauert. Mein Start war gar nicht so schlecht. Mein Start war schlecht. Aber ich komme halt hier nicht vorbei, das kannst du vergessen. Gleich, mein Flügel fliegt schon irgendwo rein. Ich hab's dir gesagt. Ja, nee, war jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte hier rechts vorbei, dann habe ich gedacht, okay, musst du nach links ziehen. Was habe ich gemacht? Beim Linksziehen habe ich ihn halt ein bisschen gestriffen. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Ärgerlich. Ich habe ja dann das Gas losgelassen, so Lift and Coast mäßig. Echt? Boah, ich wollte nicht bremsen, ich habe dann nur das Gas losgelassen. Kein Bock auf Bremsen, was ist das überhaupt? Ich bin gerade voll in die Wand gefahren, aber nur seitlich. Ich wollte mein Benzin hochstellen, weil das hatte ich nämlich vergessen. Ich bin auf Mager gestartet. Geil, oder? Benzin, wer braucht das überhaupt? Ist das übrigens die Einführungsrunde oder ist das schon drin? Ich muss nämlich irgendwas verändern, fällt mir gerade so auf. Ich weiß nämlich, dass ich in dieser einen 360-Grad-Kurve gefühlt, dass ich in dieser... 360. dass ich in dieser einen Kurve habe ich immer in den ersten Gang zurückgeschalten, aber ich habe meinen Schalthebel auf rückwärts schauen gelegt. schalte ich halt nicht, sondern schaue einfach nur zurück. War ein bisschen traurig. Schaltest manuell, also willst du manuell in den ersten Gang schalten oder willst du das dann nicht manuell in den ersten? Doch, okay. Ich will in dieser krassen Kurve da, Vorstadt-Ziel, will ich immer manuell in den ersten schalten. Warum? Weil man da besser rumkommt. Weil er dann besser smoother da rumkommt. Smoother. Alter, wie du dich auskennst. Das habe ich mir noch von letztem Jahr gemerkt. Das habe ich nämlich letztes Jahr immer gemacht und das war... Ja, so, ich kenne die Strecke gar nicht mehr. Aber ich kann jetzt halt nicht manuell unterschalten, weil ich die Taste nicht belegt habe. So schlecht. Ja. Bist du immer noch Erster übrigens? Ja, leider. Ich hatte gerade vorher den großen Abstand und was mache ich? Einfach gegen die Wand gefahren. Echt jetzt? Nee, ja. Du prankst mich doch wieder. Doch, ich bin gerade wirklich gegen die Wand gefahren. Oh Gott, ich drehe mich! Doch nicht, nichts beim Prank. Also ich hätte Van Dorn überholt, bin dann gegen ihn gestoßen, hab mich dann Gott, gedreht. Oh Gott! Und dann im Himmel. Ich hab mich wieder zurückgedreht dann. Instant. So ein guter Fahrer. Ja, Hamilton ist schneller als du. Ach ich, ja, ich bin. Was ein Scheiß. Da wird nochmal gelobt und verkackt. Junge, fahren die alle langsam, ihr seid doch so doof. Was ist denn mit euch? Ich will euch überholen, geht doch mal weg. Ich werde gleich überholen, wenn ich so weitermache. Was bin ich denn für ein Lappen, ey? Ja, ich bin ein guter Fahrer, ich weiß. Ah ja, das war die Stelle, wo es mich auch oft rausgedreht habt. Ja. Junge, ihr seid einfach. Ihr habt einfach 80 Sekunden Abstand zu diesem einen Racing Point. Der hält einfach alle auf und ich komme da nicht ran. Weil ich kann die nicht überholen. Ich krieg's nicht hin. Und jetzt zieht innen vorbei. Das Alter, Raikön. Das gibt's nicht. So richtig heselig. Ja, schön gemacht. Geh mal weg. Heselig. Die Lache, Alter. Wie viele DS gibt's denn hier eigentlich? 10 oder so. Richtig. 2 Stück. Ich bin gerade einfach. Bei Start-Ziel gibt's irgendwie die links und rechts, ne? Ich bin aber gerade ausgefahren. Einfach beide geschnitten. Geschnitten, gelitten, ne? Aha. 2, oder? Gibt's? Oder gibt's noch eins? Ja, 2. Ich hole jetzt so langsam ein bisschen auf, also überholen meine ich. Ich überhole jetzt so langsam mal die hier vor mir sind. Aufholen ist ja was Falsches. Boah, ist der dumm. Ja. War ein richtig hartes Battle gegen Raikön. Ich hatte am Anfang ein bisschen Abstand und dann bin ich halt wirklich einmal so gegen die Wand gefahren. Boah, ey, ich glaube, ich starte einfach immer auf Platz 20. Voll guter Plan, ja, Alter. Hä? Ich bin jetzt schon auf Platz 10, auf 11, sorry.
auf Platz 11. Und wenn ihr alle Einboxes doch mehr habt, ist das doch viel klüger eigentlich. Ja. Die Strategie bringt ja mega viel, weil ich ja gar nicht so schlecht fahre eigentlich. Ich bin ja ein guter Fahrer. Und also dann ist es ja eigentlich voll klug, eher mit einer schlechten Taktik, mit einem schlechten Platz und einer guten Taktik zu fahren. Mit einer schlechten. Es war so klar, dass jetzt was kommt. Wie soll ich denn gut fahren, wenn ich die ganze Zeit lachen muss? Ja, sorry, dass ich irgendwie eine Scheiße laber. Ich fahr ganz so entspannt, ne? Ich streng mich gerade null an. Gar nicht nötig. Weil ich so ein guter Fahrer bin. Selbst wenn ich nicht Erster werde, bin ich ja immer noch Platz 1 in der Rangliste. Oh Gott, hier ist eine gelbe Flagge. Du hast Nein geschehen vorher, oder? Ja! Ja! Nein! Was machst du? Lol, Ocon! Gelben Frontflügel. Ja, die gelbe Flagge war nicht wegen dir, die war wegen Ocon. Da raucht alles. Ocon raucht. Er raucht Gras. Ah. Ach, scheiße. Gelber Frontflügel. Auf beiden Seiten oder nur eine? Nee, nur einer. Welcher? Links. Ja, das geht. Ja, weiß ich noch nicht. Man kann einfach wirklich geradeaus fahren. Also, ich hab's nicht gemacht, aber könnte man theoretisch bestimmt. Was? Nichts. LOL! Du Arsch! Ah, okay. Also, ich hab Raikön wieder zurück überholt. Hi! Hamilton hat jetzt Raikön überholt. I have the fastest round. I'm so good, man. Eine so eine Kurve, die ist richtig scheiße. Okay, der Abstand. Davon gibt's nicht nur eine. 3,5 Sekunden. Das ist ein richtig fundiger Typ. Ach komm, ey, Jan. Hä? Oh. Ocon ist gerade despawned. Ich würde gerne nächste Saison bei Racing Point fahren, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, ich nicht. Ja, die pinken Autos sind schon ganz sexy, also. Wow. Das Ding ist halt einfach, dass sie auf der Geraden. Also, da würde ich die ganze Zeit geradeaus bei Stadtziel. Nein, Mann. Doch. Nie. Wirklich immer. Nie. Ich bin nur einmal aus Versehen. Yeah. Weil ich mich da gebieft habe mit jemand anderem. Wie es halt echt glaubt, du fährst da immer geradeaus. Ja, das Nein. ist halt so. Klar. Ich bin einmal gefahren, hab noch nicht mal eine Verwarnung bekommen. Einmal ist er gefahren, ich will da immer fahren. Halt ein Müll. Macht er was eigentlich? Hast du eigentlich Benzin mit? Ja. Ja, ordentlich Benzin. Das ist gut. Bin heute mal richtig gegönnt. Aber Racing Point wollte ich jetzt noch sagen, die haben halt auf der Geraden immer so ein richtig geiles, schnelles Auto. Und eigentlich sind die echt cool, also ich würde die gern fahren. Ah, okay. Ableger von Mercedes. Ey, Bottas hat hier irgendwie was mitbekommen. Ich hab Bottas überholt, der fährt ultra langsam. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Bottas. Mercedes hat irgendwie voll viele Probleme in meinen F1. Hamilton ist gerade auf Platz 2, der hat gar keine Probleme leider. In dem Game hier fährt Mercedes immer irgendwie scheiße. Oh, er hat Mercedes gar keine Probleme, er geht an die Box. Ja, das ist der normale Boxenstopp, du Luppen. Ach ja, stimmt. Richtiger Luppen, Alter, wer kennt dich? Alter! Ein echter Safety Car! Wie behindert ist das denn jetzt? Hey, das ist direkt vor mir. Ich fahr vorbei. Oh nee, das ist ja richtig scheiße jetzt. Ein echtes Safety Car, wie geil. Safety Car, Safety Car. Nee, jetzt gehen die ganzen so richtig scheiße an die Box. Jetzt gehen die ganzen so richtig scheiße an die Box. Genau so wird das passieren. Oh, ich habe eine alternative Strategie. Dass du jetzt in die Box gehst? Mm.
Vielleicht. Vielleicht. Oh! Alter, Perez ist so ein Cheater, oder? Er cheatet die ganze Zeit. Ich aber auch. Ups. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh nein. Aktuelle behalten. Okay, geht in Ordnung. Spast, Alter. Schlägt mir vor, jetzt nochmal auf die gleichen zu wechseln, wie ich jetzt hab, und dann nochmal auf die gleichen, die ich sowieso gewechselt hab. Richtig schlau. Einfach nochmal einen extra Boxenstopp. Hä? Hä? Wo bist du eigentlich? An der Box. Also. Sechster, siebter, achter, zehnter, zwanzigster. Wie vielter bist du? Zweiter. Echt? Ja. Ich bin hinter Perez und hinterm Safety Car. Oh. Und wir müssen beide noch einmal in die Box. Das ist so richtig eselig. Alter! Scheiß Safety Car, Mann! Ich hu, Alter! Ich hu! Daniel ist immer von Platz 11. Ja, sag ich doch, Platz 20 oder so ist gut. Platz 11 kann man halt schlecht schaffen. Ja, Alter, das erste Mal Safety Car. Wir haben gerade noch vor der Aufnahme darüber gesprochen. Oder haben wir so in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht mehr. Aber also auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, ey, noch gar kein Safety Car diese Saison. Und da ist es. Der Mercedes. Also ich werde ab jetzt immer Elfter. Aber 5 Sekunden Stop and Go, Strafe, schwere Kollision. Ja, die war richtig schwer, Alter. Aber absichtlich schlechter fahren. Alter, ist das heselig. Weißt du, so richtig minimal angeditscht, weil der so richtig stehen geblieben ist. Du musst übrigens aufpassen, das quasi Kram, gar da keine die Anja gern weg. Berührung gehabt und trotzdem 5 Sekunden Stop and Go, schwere Kollision, ja. Wie lange will der Spacken eigentlich noch draußen bleiben? Das ist der erste Runde erst. Ja, es war ja auch nichts Besonderes. Ja, ich weiß auch nicht, was war. Ja, Bottas, wie letzte Saison. Der Boot, ja, auch stimmt. Diesmal durfte man vorbeifahren. Der Bottas. Es ist halt wirklich genau das Gleiche. Der Bottas ist ja da am Arsch der Welt, hat auch übel verkackt. Ja, ich hab gerade gesagt, ne, Bottas steht irgendwie an der Seite, der fährt ultra langsam. Und dann bin ich um diese Kurve gefahren auf Startziel und dann Safety Car. Also ungefähr 10 Sekunden, nachdem ich das gesagt habe. Hast du mal wieder so Bug-Using gemacht? Ja. Damit ich jetzt Zweiter bin. LOL! Ha! Ich habe einen während des Safety Cars überholt und ich durfte da bleiben! Was? Ah, geil! Fuck, amused! Ich mach das jetzt so weiter! Wie hast du das gemacht? Ich bin einfach da vorbeigefahren! Ich hab einen roten Frontflügel! Kehre sofort an deine Position! 5 Sekunden, stop and go! Du hast es doch auch, du Arsch! Ja, ich weiß! Er lacht mich erstmal aus, der Kick. Nein, ich hab dich wegen. Safety Car kommt in dieser Runde. Roter Frontflügel, Teil 2. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt 10 Sekunden. Ja! Oh mein Gott. Warum denn eigentlich? Ich bin Perez so ungefähr mit 2 km/h draufgefahren. Okay, die Boxen. Ja, aber war bei mir auch, dass das so ultra low war. Wir stellen die Flaps auf plus 1 ein. Nein, kein Gas geben. Ich auch nicht. Fahr doch! Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Unerlaubtes über wieder. Oh Gott, ich kann nicht fahren und er hat mir keine alternative Strategie vorgeschlagen. Arschloch. Ist doch scheiße, ist doch. Ich halte alle auf jetzt, ne? Oder ja, ich halte mich eigentlich selbst auf. Oh nein! Oh Gott, muss ich ausweichen. Ich über die Strecke. Bitte ramm mich jetzt nicht kaputt. Das kann passieren. Verstappen ist an mir vorbei. Das ist doch scheiße. Und ich mache jetzt erstmal 10 Sekunden Stop and Go in der Box. Ich bin 17. Ich wechsle auf Intermediate, hätte ich gesagt.
Du bist 17. Was? Ja. Mann, ey, das Rennen lief so gut durch das Safety Car. Nee, das Safety Car war scheiße. Aua, Raikön. Wie im Qualifying dieser Hurenbock. Aktuelle behalten.